Aufgepasst, hier kommen 12 bizarre Dinge, die du nur in China sehen wirst. Wer hat die Polizeihunde ersetzt? Wer kann statt dir im Stau sitzen? In diesem Video werden wir dir ein paar wirklich merkwürdige Dinge über das bevölkerungsreichste Land der Welt verraten. Bevor es losgeht, wie immer, klick auf Abonnieren und läute die kleine Glocke, denn so kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Los geht's. Die Gans hat die Polizeihunde ersetzt. In einigen Teilen des Landes werden Gänse als Hilfe bei der Strafverfolgung eingesetzt. Ja. Einem Polizeichef zufolge sind Gänse sehr wachsam und mutig. Sie verfügen zudem über eine perfekte Sehkraft und sie breiten ihre Flügel aus und attackieren, sobald sie einen Verbrecher sehen. Das ist mit Sicherheit ein Überraschungsmoment. Hoffentlich werden Gänse nicht noch kompetenter als menschliche Polizisten. Wir wollen ja nicht, dass die Arbeitslosenrate steigt. Aber was ist eigentlich das Problem mit den Hunden? Nummer 11. Tauben werden als Boten genutzt. Die Chinesen glauben definitiv an Vögel. Eine Spezialeinheit der Volksbefreiungsarmee trainiert 10.000 Vögel, damit diese in Notfällen kritische Nachrichten überbringen. Falls du also mit leerem Handyakku in China bist, dann weißt du, was dir helfen kann, deinem Freund eine kurze Nachricht zu schicken. Nummer 10. Dosenluft. Die Menge an Smog in China ist extrem hoch, weshalb Hersteller, ohne Scherz, Dosen gefüllt mit frischer Luft in verschiedenen Geschmäckern verkaufen. Während also jemand Geld aus nichts macht, können wir uns ein Sixpack Sauerstoff holen und eine fette Party feiern. Nummer 9. Zeitzonen. Als die Kommunistische Partei angefangen hat, in China zu regieren, haben sie für das ganze Land eine einzige Zeitzone geschaffen. Die Mitglieder der Partei dachten, dass die helfen würde, die Nation zu vereinen. Das Problem war jedoch, dass die Sonne in einigen Teilen des Landes nicht bis 10 Uhr morgens aufgeht. Stell dir vor, wie schwer ihnen das Aufstehen am Morgen fallen muss. Die Chinesen haben sogar ihre eigene Zeit, um mit dem Tag- und Nachtzyklus klarkommen zu können. Nummer 8. Geisterstädte. Chinas Wohnungsmarkt wächst so schnell, dass es ganze Geisterstädte im Land gibt. Sie verfügen über alles: Straßen, Einkaufszentren, Wohngebäude, aber keine Menschen. Erst kürzlich sind Menschen aus ländlichen Gegenden in solche Städte gezogen. Sie schauen aber dennoch ziemlich unheimlich aus. Nummer 7. Nagelhäuser. Einige Bewohner weigern sich, ihr Zuhause aufzugeben, und keiner kann sie dazu zwingen. Also dürfen die Bauarbeiter ihren Grund nicht berühren. Du kannst buchstäblich in der einzigen Wohnung in deinem Gebäude wohnen. Nummer 6. Stauvertretung. Hast du schon mal davon geträumt, dafür bezahlt zu werden, im Stau zu stehen? In China gibt es da ein hervorragendes Jobangebot. Wenn du aufgrund eines Staus für die Arbeit spät dran bist, kannst du immer einen Spezialdienst anrufen, der dann zwei Personen schickt. Einer von ihnen passt auf dein Auto auf, der andere wird dich auf einem Motorrad überall hinfahren, wo du möchtest. Die ganze Rettungsaktion kostet dich 400 Yuan oder um die 50 Euro. Wäre es dir das Geld wert? Sag's uns unten in den Kommentaren. Nummer 5. Chinesen können überall ein Nickerchen machen. Ja, sie können überall ein Mittagsschläfchen halten. Auf Bäumen, auf Möbeln, die sie verkaufen, und auf Motorrädern, also geparkten natürlich. Das gilt als normal. Deine Produktivität steigt nämlich, wenn du gut ausgeschlafen bist, und genauso steigt auch deine Lernaktivität. Nummer 4. Face-Kinis. Genau wie Bikinis, nur fürs Gesicht. Überraschenderweise mögen Menschen in China keinen Sonnenbrand, also schützen sie ihre natürlich blasse Haut, indem sie Face-Kinis aufsetzen, wenn sie an den Strand gehen. Nummer 3. Pyjamas in der Öffentlichkeit tragen. Selbst wenn du ein erwachsener Mann bist, ist es okay, wenn du mit deinem Pyjama mit kleinen süßen Kätzchen außer Haus gehst. Manche Menschen gehen in diesem Outfit sogar einkaufen. Okay. Nummer 2. Kakerlakenzucht. Falls du versuchst, Kakerlaken aus deinem Haus zu scheuchen, dann solltest du das vielleicht nochmal überdenken. Die Insekten werden speziell gezüchtet und in der chinesischen Medizin verwendet. Es ist ein boomendes Geschäft, mit dem du heutzutage viel Geld machen kannst. Man glaubt, dass Kakerlaken alles von Herzerkrankungen bis Zahnbeschwerden heilen können. Außerdem werden sie sogar als Zutat in Zahnpasta verwendet. Wenn du also bald nach China gehst, solltest du nicht vergessen, deine eigene Zahnpasta mitzunehmen. Und Nummer 1. Frauen mieten einen Freund. Die Uhr tickt. Wirst du jemals heiraten? Das sagen viele neugierige Verwandte sehr oft. In China gibt es eine Möglichkeit, diese nervigen Fragen zu beseitigen. Einen Freund mieten. Vielleicht macht er nur ein paar Fotos mit dir oder er kommt zum Familienessen mit und gibt vor, in dich verliebt zu sein. Kennst du noch andere Dinge über China, die wir vielleicht vergessen haben?
sag's uns unbedingt unten in den Kommentaren. Das Video hat dir gefallen? Dann gib uns ein Like. Klick auf Abonnieren und komm mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.